Was gibt's denn heute bei Jansky zu sehen eigentlich? Das ist ja, das müssen wir... Moin, moin, Leute. Moin, moin, Jansky, ne? Oh, wow. Also wenn Bletten gleich hier auftaucht im Chat, dann wird er bei Jansky dabei sein. Ich sehe Bletten schon auf dem Titelbild. Get Quick Racing. Ha! Da ist er. Bletten ist drinne. Moin moin Leute und willkommen zu diesem Video. Moin. In der heutigen Folge bekommt der Agent die komplette LFM-Experience. Mavix mit Rasen. Ich sehe da vorne irgendeine Lawine. Ja, ja. Und eine Ära geht zu Ende. Es gibt leider kein Content mehr, Jansky. Was kommt denn jetzt? Oh, wow, 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 wow. Oh, da bin ich ja jetzt gespannt. Okay. Alter, ich krieg zu viel, Mann. Aber ja, du dachtest, ja, du wolltest wahrscheinlich doch. Ja, perfekt. Alright. Ups. Hold your line. Yellow flag. Alright. Oh, nochmal Siebter geworden. Ist okay für das erste Rennen. Schade, ey. Ich war Fünfter. Ist okay, nehme ich mit. Für 13 ist gut. Wow. Mega Rennen, Alter. Die Box hat geregelt. Nice. Fünfter, Alter. Ui. Alter, was ein mega Rennen, ey. Ja, Jansky, was soll ich denn machen? Ich bin zum E-Sportler mutiert. Gibt kein Content mehr. Ich mach das, ich setze das nur für Bletten auf, okay? Also, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich bin Bletten. Ja, Jansky, was soll ich denn machen? Ich bin zum E-Sportler mutiert. Gibt kein Content mehr. Ich bin da. Ja, okay. Wirklich in Tabletten, ne? Kann ich jedes Mal Content. Was hat er gesagt? Ich bin zum E-Sportler mutiert. Gibt kein Content mehr. Ich bin da wirklich in Tabletten, ne? Kann ich jedes Mal Content bringen. Die anderen müssen jetzt auch mal herhalten. Es gibt leider kein Content mehr, Jansky. Es ist over. Das Ding ist durch. Und wenn es jetzt kracht, ne? Junge, dann hast du deinen Content, Jansky. Dann brauchst du einfach nur diese eine Szene reinschneiden und dann ist das Content des Jahres schon wieder. Ich habe schon einen Plan für T1. Wir wissen alle, was passiert. Wir wissen alle, was passiert. Und wisst ihr, manchmal fragen mich Menschen, Dizzy, warum redest du eigentlich immer so wenig, wenn du Rennen fährst? Ja, genau wegen sowas. Weil man manifestiert schon, dass was passieren wird. Ich prophezeie jetzt, ohne zu wissen, was da überhaupt vorkommt, Massencrash T1. Es wird schön T1 hier rausfahren, hier so halb. Wird die sich hier alle wegprügeln lassen, wird hier weiter entlang fahren, wird hier alle überholen, so wie jetzt auch. Hier sind dann alle tot und dann gehe ich hier rein. Gib mir mal den Start jetzt. Gib mir mal den Start. Bitte. Was ist jetzt nicht passiert, Alter? Ja, ich bin jetzt E-Sportler. Nein, 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 nein. Gab's keinen Massencrash? Schade. Schade. Nein, nein. Kommt das noch? Nein, das gibt ein 3-Tages-Baden. Das war's. Es gibt leider kein Content mehr, Jansky. Mann, was? Du? Wofür willst du denn da 3-Tage-Baden kriegen? Weißt du, was... Er macht eine Vollbremsung. Also, wie soll ich damit rechnen? Ja. Also, das ist sowas von 3-Tage-Pause. Nee, dafür gab es keinen 3-Tage-Bann. Oh, ja. Obwohl, warte mal. Eine Vollbremsung. Oh. Oh. Das ist ja sogar Lab 1. Also, wie soll ich damit rechnen? Ja. Also, das ist sowas. Ich möchte nicht, dass jetzt hier die Gerüchteküche wieder am Kochen ist, okay? Ich möchte das nicht, dass das kocht. Ich habe ihn nicht gebannt, Leute. Habe ich nicht. Ich habe ihn nicht gebannt. Und der Jutke auch nicht. Weil das, was ihr hier gerade seht, ist erstmal Fatty McFatlord. Sehen wir schon im Gesicht.
Und das ist schon wirklich sehr lange her, weil das war 2023, Anfang des Jahres. Diese Aufnahme ist nicht aktuell. Bevor jetzt hier wieder irgendwer denkt, dass ich ihn gebannt habe, okay? Das ist sogar noch das alte Büro. Von 3 Tage Pause. Und da hatten wir noch das Ding zum Drunterlegen. Das ist mittlerweile schon zerbrochen, okay? Oh, ja. Wie meine Sicht da voll synchron gedreht hat. Pia Labi, Junge. Und tschüss. Oh. Ja, bremsen. Ich hab nur auf den Mustang da hinten geachtet. Sorry. Wow. Oh, oh. Ja. Glaube ich doch. Okay. What just happened? No. Ich bin so dumm, Alter. Es gibt übrigens kein Content mehr. Boah, was ist das denn? Hä? Weißt du, ich finde das immer total geil. Und das muss ich jetzt hier auch einfach mal reinwerfen, ohne dass ich jetzt hier in irgendeiner Form was antreten will, ne? Also Menschen, die sich darüber beschweren, dass iRacing kacke aussieht, willkommen zu Quake 3 in 1999, Alter! Aber das sieht wahrscheinlich auch nur bei Crodona so aus. Der zieht mir auch noch im letzten Moment vor die Karre. Piss dich jetzt, danke. Oh oh. Oh. Oh no. Hä, was ist jetzt los? No! Shit, durch den Schlag habe ich mein ABS auf 0 gestellt. Oh. Was ist denn da los, Alter? Hier, Lami ist einfach... Oh! Aber er hat wirklich sehr schön Pause gemacht hier. Kialami ist auch, also wirklich, du kannst, Kialami kannst dich halt drauf verlassen. Ne? Ich sag's, wie es ist, Leute. Wirklich, ist ein ganz lieb gemeinter Rat für euch da draußen. Ihr solltet versuchen anzustreben, niemals, niemals in Split 1 zu fahren. Das solltet ihr anstreben. Never ever. Egal unter welchen Umständen, niemals Split 1 fahren. Oder Rookie. Alles dazwischen, schönstes Racing auf dem Planeten. Da sind die Leute drin, die sehr respektvoll fahren. Wenig Ausnahmen, wo es mal kracht. Split 1 ist tatsächlich einfach nur Rookie-Fahrer, die ein bisschen schneller fahren können. Achtet mal darauf. Nehmt mal die Worte mit und dann achtet einfach mal darauf. Du kannst in Split 1 kannst du ein Rennen gewinnen und kannst von ganz hinten starten und guckst dir einfach alles an. Du guckst dir einfach alles an. Die entsorgen sich alle von ganz alleine. Du machst da einfach 100.000 Plätze, jetzt völlig übertrieben, nur vom Zugucken. Das machen die alle schon ganz von alleine. Mager. Junge, was hier immer los ist. Wie die Bescheuerten. Als wenn sie um ihr Leben fahren. Das ist wirklich, da steht jedes Rennen steht ein Talentscout daneben. Nee, Alter, also den Konoff, den sehe ich jetzt hier. Also, was der da auf der Strecke macht, meine Fresse. Also, so aggressive, wie er da nach vorne geht. In Turn 1 einfach 8 Plätze gemacht und davon 12 Leute entsorgt, ey. Also, Spitzenfahrer. Tatsächlich, das ist es. Da werden wahrscheinlich die in Split 1 sind die Talentscouts drin. Vielleicht ist es auch das. Yellow Flag. Okay, Jansky, da hast du dein Content. Alter, was ein bodenloses Rennen. Ich hätte vielleicht auch mal ein Pizzafeuer machen sollen, ne? Fällt mir gerade so ein. Oha, das könnte fast spät gewesen sein. Dann wollen wir mal beten, dass das wirklich passt. Ich hab da immer nicht so, Vertrauen. Stark. Ach so, ja, das hat gemacht, Tobi.
Oh Mann, ey. Ey, Tobi liegt ja auch auf der Motorhaube. Also, Tobi, wir haben ja jetzt schon Niklas Huhm, der fährt ja so. Dann haben wir ja noch, scheiße, ich hab nichts zum drunterlegen, aus dem Panoramadach raus haben wir noch Krodonas. Und jetzt so das Zwischending, Tobias Grunewald. Also ich glaube, wir haben demnächst, haben wir tatsächlich alle Körperhaltungen in Form von Kameraperspektiven parat. Wir haben sie bald alle parat. Tatsächlich. Warte mal, ich bin letzter. Hier Hoff Police. Hoch uns, Alter. Boah, guck dir mal Niklas Huhm an. Niklas Huhm, schön. Auch Bräunungsstreifen. Aber Niklas war draußen. Kann man sehen. Stabiler Typ übrigens. Gut durchtrainiert. Muss man sagen. Das meine ich nicht ironisch. Dude, stop hitting me! How many times is Huben gonna hit my ass? Wir machen den Dirty Driver heute. Ich hab Bock. Clear on the left. Mit Ansage? Clear on the left. Ja, das war so ein Scheiß-Move. Diese Leute, ne? Wo will er denn da noch innen hin? Ich will das eigentlich. Na, durch. Sieht man doch. Da war also eine Riesenlücke. Entschuldigung? Was soll denn das? Also, weißt du, dass du das nicht gesehen hast, Gumball? Da Scheuntor, da hätten noch drei durchgepasst. Nicht, Marco. Warte mal kurz. Ich habe ganz viele Fragen. Ihr auch? Gibt es dafür einen Grund? Warum haben wir einmal einen Sneakersocken und einmal einen hohen Socken? Weil die andere Polsetter-Socke ist im Universum der Waschmaschine verschwunden? Mabix, könnten wir dazu mal eine Aufklärung bekommen? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Es ist warm, aber nur auf der einen Seite ist es warm und die andere ist kalt, oder wie? Der eine hatte einmal Anti-Rutsch auf der Bremse und der andere ist auf Gas, der rutscht. Die Socke hatte, glaube ich, Gumminoppen und die andere nicht. Also ich sehe das so in der Kombination, sehe ich das einfach auch im Polsetter-Store drin. Weil die Erklärung ist tatsächlich sinnvoll, also jetzt ernsthaft, die ist sinnvoll. Ich sehe das im Polsetter-Store. Genau so passieren. Die E-Sports-Sockenkombi. Magnifique Grippe auf der Bremse und super smooth rutschig auf dem Gaspedal. Magnificent. Okay, jetzt habe ich es hingekriegt nach dem 20. Mal. Paul, kannst du das bitte rausschneiden? Nope. Ja. What the f***? Bro, Mann, warum? Oh, Bentley auf. Oh, mach was auf. Oh. Okay, da war's. Sag mal, brüsten sich Leute mittlerweile mit diesen 3-Tage-Off-Ding? Oder kann mir das kurz einer erklären hier? Ist das, DT, DSQ, 3-Tage? Ach so, das ist wahrscheinlich so ein witziger Count. Okay, verstehe. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay, da war's. Ich raste aus, oder? Jetzt kommt die Dive! Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also ich weiß nicht, ob ich damit ein bisschen drüber hinausschieße über das Ziel. Da korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Können wir das bitte wieder normalisieren, dass wir sowas nicht ankündigen, auch nicht für den Content? Das sieht nämlich danach immer ziemlich doof aus. Und das bringt Leuten irgendwie so komische Dinge bei. Und wir haben ja als Content Creator so ein bisschen eine Vorbildsfunktion. Das ist vielleicht in der Community ganz witzig, aber nicht jeder ist in der Community drin. Und wenn wir dann sowas ansagen, I don't know. Ich schätze, das hat Jansky rausgeschnitten. Jetzt kommt die Dive! Warte, wir kontrollieren das. Jetzt kommt die Dive! Ja, okay, ist ein altes Video. Hab nichts gesagt. Ich nehme das wieder zurück. Okay. Hab nichts gesagt, Entschuldigung. Wäre trotzdem, also, danke, Chat, fürs Korrigieren. Ich hab's gerade gesehen. Noah hat ein anderes Headset auf. Okay. Gut. Kommando zurück. Wäre trotzdem schön, wenn wir das einfach nicht mehr ansagen.
Guck mal, weil hier sieht es nicht so schlimm aus. Und wenn das mit angesagt wäre, wäre das nicht so cool. HBTV Double. Digga, was war das? Ja, was war das? ACT Physics at its best, oder was? Was eine Start. Formel schimmelt einer. Lol, Wiese, Leute. Oh, Double! Hast du dich gespinnt? Yep, ich bin auf die Wiese gekommen. Let's go. Ihr habt doch gesagt, ich räume auf. There's a slow car ahead. Ich komm bald. Das sieht aus wie Community-Rennen, kann das sein? Ich glaube, ich bin tot. Ich sehe da vorne irgendeinen in der Wiese. Ja, ja, ich wurde komplett aus dem Weg geräumt. Ist das schon mal aufgefallen, dass Menschen mit Muskeln immer sehr ähnliche T-Shirts anhaben? Ich sehe hier gerade eine Gemeinsamkeit zu Lubo. Also Mavix ist ja wirklich fantastisch gebaut, muss man ja sagen. Ne? Also wirklich, also das ist eine sehr respektable Leistung, körperlich als auch geistig auf diesem Level auszusehen. Also schon alleine die Oberarme sind sehr ausgeprägt. Nichtsdestotrotz möchte ich kurz die Frage in den Raum stellen, wenn man Muckis hat, benutzt man dann immer V-Ausschnitt? Mir fällt das gerade jetzt mal so auf bei Mavix. Das sind immer so V-Ausschnitt-Shirts, weil Lubo trägt das auch. Und der sieht ja nur auch aus wie eine Maschine. Das ist übrigens auch so ein Ding geworden bei Gamern, ne? So Gamer-Maschinen die letzten Jahre. Die Leute gehen sehr viel pumpen. Ist das verpflichtend? Ich weiß nicht. Und das ist übrigens das ist meine höchste Anerkennung für die Leute. Also tatsächlich, weil das echt viel Arbeit ist, so auszusehen. Gibt's das einfach, weil die T-Shirts ja nicht mehr passen? Jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Ist das denn so eine bestimmte Marke, die man sich denn holt? Und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Übrigens, jetzt fährt er mit zwei langen Socken. Ich bin absolut verwirrt. Ständiges Sitzen muss halt ausgeglichen werden. Ständiges Sitzen muss ausgeglichen werden. Na klar. Und dann mache ich mir einfach einen 52er Bizeps oder was, weil das muss ja ausgeglichen werden. Ey, das müsste man jetzt wirklich mal googeln, ob das tatsächlich was damit zu tun hat. Der Rücken ist, okay, das kommt alles von den Gaming-Boostern. Das kommt von den Gaming-Boostern? Nee, bei Mavix ist das tatsächlich hartes Training. Ich beobachte das ja ein bisschen und verfolge das. Mavix ist sehr diszipliniert, muss man einfach sagen. Lubo auch. Also beide. Die sind wirklich außerordentlich diszipliniert, die meinen. Das ist echt krass. Guck dir das mal an. Da ist nichts angespannt. Das Mount Everest einfach auf dem Biceps, Junge. Guck dir das mal an da oben. Maschine, Alter, Maschine. Direkt hoch? Nee. Warte, stimmt, ey. Nein. Ey, ich bin stehen geblieben wie mit einem Linkslenker, Alter. Ich wurde komplett einmal durch die halbe Box geschoben. Du müsstest ein DSQ kriegen, damit du in Renn 2 Stunden stehst. Let's go! Mit Warride! Nein! Warum bin ich nicht kurz? Ja, okay, jetzt. Marco, haben wir nicht Sommer? Und mit dem Hoodie? Das kenne ich irgendwo her. Der Typ, der holt mich halt auch einfach häufig ab. Bin ich ehrlich.